Mittwoch, 11. Juli 2018, 12.56 Uhr. Die Makler in Turin werden sich derzeit in erhöhter Alarmbereitschaft befinden. Cristiano Ronaldo ist auf Haussuche, und der Portugiese braucht viel Platz. Sein privates, voll ausgerüstetes Fitnessstudio aus dem Haus in Madrid muss Platz finden und, ganz wichtig, seine Kältekammer. Ronaldo, der Musterprofi, pflegt seinen Körper so gut es geht. 33 Jahre ist er inzwischen. In Madrid haben sie dem in den vergangenen Jahren durch eine neue Taktik Rechnung getragen. Ronaldo spielte nicht mehr auf der laufintensiveren Außenposition, sondern wurde zum Mittelstürmer. Anzunehmen, dass er auch bei Juventus im Zentrum spielen darf. Aber auch wenig Laufarbeit und alle Eistonnen dieser Welt können nicht die Zeit anhalten. Wie viele Jahre auf Top-Niveau hat der Portugiesen noch? Ein oder zwei? Bestimmt. Drei oder vier? Vielleicht. Zumindest sein neuer Club hofft darauf, Ronaldos Vertrag läuft bis zum Sommer 2022. Pro Jahr soll er rund 30 Millionen Euro netto verdienen, 105 Millionen Euro werden als Ablösesumme genannt. So viel Geld für einen so alten Spieler, lohnt sich das? Die kurze Antwort lautet, ja. Sportlich wird Ronaldo Turin zumindest kurzfristig helfen, wichtiger als seine Leistung aber ist, dass es sich bei Cristiano Ronaldo um die größte Marke der Fußballerwelt handelt, größer als Messi und Neymar, größer sowieso als Mbappé und Salah. Zuletzt gewann er zweimal in Folge die Wahl zum Weltfußballer. Und nachdem er Real dreimal nacheinander zum Champions League-Triumph geschossen und auch bei der WM zumindest in der Vorrunde wieder aufgetrumpft hat, wird er vermutlich auch den Hattrick beim Ballon d'Or perfekt machen. Wo Ronaldo spielt, schauen die Menschen zu, auf der ganzen Welt. Spieler sind die härteste Währung in der Fußballvermarktung, und CR7 ist nun mal immer noch der Trumpf, der Eintrittskarten und Trikots verkauft und Sponsoren anlockt. Der sprunghafte Anstieg von Transfersummen und teils abenteuerliche Vertragskonstrukte mögen Fußballtraditionalisten aufstoßen. Kinder und Jugendliche interessieren sich dafür herzlich wenig, sie wollen die Trikots der Stars. Zu welchem Club dieser gehört, ist dabei eher zweitrangig. Welcher Zehnjährige interessiert sich schon für die Vereinsgeschichte von PSG oder Ronaldos Bewährungsstrafe und den Deal mit den spanischen Finanzbehörden? AFP Juve-Fans mit Ronaldo-Trikots. Juventus hat das erkannt, natürlich. Selbst 220 Millionen für das CR7-Gesamtpaket sind da ein zu verschmerzender Deal für die Italiener. 405,7 Millionen Euro Umsatz hat der Agnelli-Club im vergangenen Jahr laut dem Wirtschaftsunternehmen Deloitte gemacht, im internationalen Vergleich reicht das für den 10. Platz. Deloitte berücksichtigt bei der Umsatzermittlung die Erlöse durch Ticketverkäufe, Fernsehrechte und weitere kommerzielle Einnahmen wie Sponsoring und Merchandise. Vor den Italienern liegen da die beiden spanischen Großclubs Real und FC Barcelona, Paris Saint-Germain, 5 Premier League Clubs, und der FC Bayern. Der Bundesligist ist Vierter im Ranking mit einem Umsatz von 587,8 Millionen Euro, also mehr als 180 Millionen Euro vor Juventus. Bayern München hat also, vorausgesetzt die Zahlen stimmen, noch deutlich mehr Finanzkraft als Juventus. Die Münchner haben sich auf dem Transfermarkt bisher sehr zurückgehalten. Leon Goretzka und Serge Gnabry kommen zum Serienmeister,
der neue Trainer Niko Kovac holt vielleicht seinen kroatischen Angreifer Ante Rebic aus Frankfurt nach, das hochkarätigste Gerücht dreht sich um Frankreichs Benjamin Pavard. Spieler, mit denen man mal wieder die Meisterschaft gewinnen kann, die aber die Strahlkraft des Clubs nicht verstärken. Der FC Bayern setzt voll auf Familienflair, das mag manch langjährigem Fan gefallen, lockt aber kaum neue an. Märkte in China und den USA wird der Club so nicht erobern. Von positiven Effekten für die ganze Liga, wie es der Serie A mit Ronaldo nun wieder erfahren dürfte, ganz zu schweigen. Im Frühjahr ist Bayern-Vorstandschef gefragt worden, wann der Verein seinen ersten 100-Millionen-Transfer tätigen werde. Dann, wenn es notwendig ist, antwortete Rummenigge. Jetzt wäre zumindest ein günstiger Zeitpunkt gewesen.